Ja, das kannst du beim DSi kannst du ja auch keine Gameboy-Spiele spielen schon. Nein. Ne? Okay. Ich habe ja noch meinen alten kaputten DS, also den ganz fetten. Ja, ich hab Den noch. Anfangs. Ich hab eigentlich jeden DS gehabt bisher, außer ein 2DS jetzt, weil. Der finde ich unnötig, Alter. Ist er wirklich? 3DS-Spiele spielen kann, aber keinen 3D-Effekt dann haben. Ja. Das Das finde ist ich so dann geil. Das dämlich. ist so wie hier PS3, Super Slim und so. Super Slim, Slim. Ja. Ist auch fast unnötig. Es gibt doch schon genug. Es gibt doch schon genug PlayStations. Jo. Es gibt auch eine PSV. Eine PSV, die will ich mir gerne kaufen. Nee, ich nicht. Meine PSP langt mir. Ich hatte eine. Ich hab noch eine, weißt Ich hatte die eine mit Po Monster Hunter. du? Der hat alles dort Mit angefangen. Po Monster Hunter. Darauf hat alles angefangen mit Monster Hunter. Naja, bei mir hat's mit Try angefangen, so. Du bist kein wahrer Fan, geh weg. Dann hab ich mal die PSP geholt und dann hatte ich Monster Hunter Freedom Unite. Hier brauchen wir Das eine hab Axt. da, da habe da hab ich gecheatet, Im Zwergendorf beim Digga. Elfendeich soll es einen Schmied geben. Vielleicht hat er Alter. neue Waffen für uns. Wir sollten ihn einmal besuchen. So, jetzt komme ich im Hexenwäldchen nicht mal weiter. Jetzt geht ihr mit da in den Elfenteich rein. Und ich krieg schon wieder eine K.O.-Faust in die Fresse. Okay, jetzt kannst du weiter erzählen. Hier. In Monster Hunter. Ultimate? Freedom Unite meine ich, nicht Ultimate. Aber ich weiß, es hier gehackt. Oder gecheatet eher. Weil ich mir irgendwie direkt am Anfang, ne? Weil Ja. ich mir irgendwie diese. Aber wie hieß der? Das ist ja nochmal. Fatalis oder Genau, Fatalis. Fatalis, ne? Weil ich direkt am Anfang erstmal die rot, die schwarze, glaube ich, weiß nicht. Die Ja. schwarze und die weiße Fatalis-Rüstung gecheatet. Und dann noch, wie hat es hier. Oh, was war das? Noch irgendwie so ein OP? Großschwert, da muss ich einmal nur auf die Monster draufsteuern, waren die direkt instant death. Aha. Oder One-Hit-Cheat hatte ich auch. Ich hatte alles. Konntest du treten? Tot. Ja, Ja, das. wirklich, kann ich wirklich, ne? Einmal treten war das Viech weg. Jo, das fand ich dann immer lustig, wenn ich das gesehen hab. Tritt! Tot. Habe ich sogar online mit einem Kumpel gemacht, also lokal. Ich hab Da meine haben. PSP dann hier Homo gehackt. Ja, habe ich ja auch gemerkt. Und ja, da habe ich das auch mit einem Kollegen gemacht. Da bin ich immer bei, warte, Lao Shanlong, habe ich dann immer auf den Wegen ganz viele Bomben platziert. Ich hab Dann habe das ich die nur mit gezündet und war Gauren. der tot. Boom. Ich hab's mit Gauren versucht. Mit den Bomben vorne hingerannt, wo das spawnt. Und dann einfach die ganze Reihe voll mit Bomben geklatscht. Und dann hochgejagt. Aber der ist nicht gestorben, leider. Das war ein bisschen zu wenig. Ja, meine Bo das waren schon so viele Bomben, die sind despawned. Also so viel zu, die sind zu wenig gewesen. Ich hatte Lebenscheat, also hast du dann eh mal die Leben von dem Monster gesehen. Das ist irgendwie nicht der größte Cheat, aber wenigstens ein Cheat. Ja. Und dann habe ich mir ja mal Third geholt. AirPod Preferred. Da habe ich auch gecheatet. Aber dann ist mir das Spiel abgekratzt. Bei mir, ne? Ja, weil ich immer zu viele Cheats an hatte. Ich glaube, ich hatte von 300 Cheats 250 Cheats an. Alter! Dann ist das Spiel mal gecrashed. Ja, das glaube ich. Dann ist es immer hängen geblieben. Jo. Das Hab dann auch glaube ich noch dir den gerne. Deutsch-Patch gehabt von Emma Fuze. Jo. Der war Wie ist lustig. es hier? Dafür musstest du ja auch deine PSP hier Cracken. cracken, genau. Cheaten, wollte ich gerade sagen. Deine PSP hast du dir ercheatet? Ich ja, ich habe meine PSP ercheatet. Alles klar. Macht doch jeder, oder? Wie machst du denn sowas, Alter? Also ich hab Ich habe mir die so ein ja voll Handy. gekauft. Weißt du, ich habe hier so ein Handy, wie hier in GTA. Ich will Alles mal nur so. kurz anreißen.
So ist das. So. Da fliegen so Autos vom Himmel. Hallo. Das ist doch jeder heutzutage. Was ich dann mal bei FAT gemacht habe, war Kantor. Boah, den gab's auch in Freedom Unite, glaube ich auch, oder? Ja, da habe ich, im Dorf habe ich das bis, habe ich das noch normal bis Akantor gemacht. Ey, okay. Ich habe geschrien halber. Ich bin da mit einer Sean Tower-Rüssi, glaube ich, hingegangen, also mit dem blauen Krebsfieder. Okay. Und glaub mit einem Drachenhammer. Und bin auf den los. Ich hab einen zu viel gekriegt. Hab die Quest gefailt. Ich hätte mir PSP nehmen können und gehen in die Wand schmeißen. Aha. Da hab ich's nochmal gemacht und dann hab ich, glaube ich, einen Tod gehabt und hab ihn geschafft. Okay. Ja. Ich nehme jetzt mein spanisches Latias und ordne damit jetzt alle weg. Spanisches Latias? Spanisch. Du hast ein panisches Latias? Ein japanisches, gadanisches. Ach so. Ach. Jumeododo. Ja. Naja, ich hab noch nicht mal eine Level-Session gemacht wie das letzte Mal. Weil die hatte ich dann. Ja, das letzte Mal. Ich hab ja das Ganze schon mal aufgenommen und es ist mir irgendwie verloren gegangen. Gut, dass ja, mein. Ja. Halt's mal. Gut, dass ich mein Safe-State noch hatte. Ja, ich bin ja voll der Gangster und spiele das auf Emulator. Also, er hat Level 8, 6 erreicht und dann. Das hat dasselbe Level wie ich, glaube. Und hat viel weniger KP, weil es einfach schlecht ist. Ich einfach lustig finde, wie der Typ hier heißt, also in diesen, wo die dritte Arena ist, ne, Yantara City. Ja. Dieser Typ, der dich über die Megasteine aufklärt. Er heißt einfach Mr. Mega. Der ist halt voll mega. Also wie kann man einfach nur Mr. Mega heißen? Für mich klingt das, als ob man keine Ideen mehr hat. Als ob man kein Leben mehr dazu hat. Dann gehe ich mal in den Rest rein, gell? Und da ist Raffi wieder. Ja, was meinst du? Raffi der Stalker. Richtig. Ich bin schon wieder voll rich, Nigga. 616 Gold. Du hast das N-Wort gedroppt. Schäm dich. Jetzt muss ich mal einen reinhauen. Das mache ich für dich. Wenn das andere können, dann kann ich das auch sagen, also, ne? Das ist aber illegal. Das ist mir scheißegal. Das ist illegal. Du bist illegal. Ich weiß. Deine Mutter ist illegal. Das kommt nicht mehr mit deiner Mutter. Du weißt, wie es letztens geändert ist. Mit sehr hohem Niveau. Weißt du, woran ich wieder denke? Nein, sag's nicht. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ich will's nicht sagen, ich will nur wissen, ob du weißt, was ich denke. Das mit dem Pottwal? Was für ein Pottwal? Ja? Ich dachte, das meinst du. Ja, das mit dem Wal, ja. Ja, das meine ich, ja. Das war aber kein Pottwal. Ja, egal, Wal ist ein Wal. Nein, es gibt Unterschiede. Ein Orca und ein Borker und ein Dorker, ne? Und ein Stalker. Genau. Wieso? Ach, und da ist so ein grüner Blob. Der ist so richtig gut zum Leveln. Einfach nur ein grüner Blob. Ja, der zerteilt sich die ganze Zeit. Deswegen ist das ein gutes Level-Vieh auch. Autsch. Und da ist gemein. Von Zelda geklaut, ey. Aber das ist gemein, weil der vergiftet dich. Und kein Schwein. Ich kann bald mir mein ultimatives Team-Pokémon herstellen, Digga. Alles klar. Weil ich hab vielleicht bald einen Turtok, dann weißt du, aus was mein Team besteht, ne? Und nur aus Startern. Nur aus den Startern! Ja. Dann brauche ich hier einfach, ja. Guck ich mal, ob das easy ist. Alter, die wird voll. Mann, die wird gerade so oft vergiftet und verreckt, Alter.
Das ist das schwitte Final Fantasy. Bioschleim ist erledigt. Ja, jetzt wissen wir auch, wie der heißt. Bioschleim. Und da sieht man, dass der gut zum Leveln ist. Warte. Wie nennt man einen dicken Vegetarier? Biotonne. Hey, nicht so fies werden, ja? Nee, das war in die App, war, die ich runtergeladen habe, in diese Witze-App. Ja, Flachwitze-App, Alter. Na, könntest du Sarah zu empfehlen? Ich glaube, das war sogar unter der Kategorie Flachwitze. Na, könntest du Sarah. Eine Kiste, die wegläuft. Das könntest du Sarah zu erzählen, da wird's völlig geil finden, weißt du? Wichtig? Ich bin Level 7? Ich bin so gut. Ich hab ein Latias Level 35. Und ich hab ein Glurak Level 75. What you gonna do? When I come for you. Richtig. ein Volltriefer Spezialangriff gesungen. Wie die Goblins einfach immer voll schnarchen, wie Sau. Nee, noch schlimmer. Das kannst du nicht nachmachen, wie die schnarchen. Challenge accept. Gleich schnarchst du den ganzen Part lang rum. Das wird jetzt mit Ole passieren, ganz ehrlich. Der war irgendwie auf Toilette, der kam wieder, ich bin eingepennt. Ja, das ist mir auch schon mal passiert, aber nur waren die alle beide da. Dann hab ich irgendwie... Ich war am Schlafen und hab gleichzeitig aufgelegt. Ja, das kann auch nicht jeder. Ja. Aber das, wo ich dann mitten in der Nacht aufgewacht bin, war schon aufgelegt. Und ich glaube, dann war die Frage mal, schläfst du? Und hätte ich, weißt du, wäre ich wach gewesen, hätte ich geantwortet, nee, ich tu doch so. Oder ich schnarch zum Spaß. Einfach irgendeinen dummen Kommentar abgeben. So dumm und unnötig. So sind's die richtigen Kommentare, ey. So. Ja. Damit habe ich letztens einen Kumpel verarscht. Der war weg, ne? Ich schnarch dann so, ne? Ja. Weil ich keine Lust mehr zum Skypen hatte. Schnarch ich so und dann denke ich so, oh, der Pönt liege ich einfach auf. So einfach geht das. Da kann ich auch so eine Taktik benutzen. Machst einfach den Internet weg vom PC. Was? Oder du gehst irgendwo, machst dich unsichtbar und dann weißt du vielleicht gar nicht mehr, dass du online bist. Und dann liegst du einfach auf. Richtig. Und dann kannst du das nächste Mal sagen, mein Internet ist abgekackt. Hey, warum willst du jetzt wieder anspielen? Ja, das ist so eine Taktik, wo ich schon kenne. Mein Internet ist aber letztens wirklich abgekackt. Ja. Das war komisch, da war nämlich jemand reingekommen und da war auf einmal aufgelegt. Ich hab das noch gehört, mein Freund. Nein, aber wirklich, mein Internet ist wirklich abgekackt dann, ne? Schirr voll ist. Na, schalla. Ja, Mann. Schirr, Alter. Schau auf alles. Was, du schwörst auf deine Modi? Kannst du bestimmt noch viel schwören. Ich schwör alles. Bei deiner Mutter hast du da bestimmt viel. Ich ruf deine Mutter an, ich will die Masse erreichen. Können wir jetzt doch auf das Niveau schon wieder, oder? Ja, ich bin wieder auf die Mutterwitze. Ja, ich werd grad nur gefickt. Oh mein Gott, ich habe ein Wort gesagt, das so sexuell ist. Oh mein Gott, lasst ihn verbrennen. Tötet ihn, vergast ihn. Jetzt habt ihr das V-Wort gesagt. Fore? Vergast ihn, du hast es gesagt. Boah, Mann, dass du schon wieder alles dramatisierst, Alter. Ich sag nicht, ich vergaß die Juden oder so, ey. Was hast du aber jetzt gesagt? Das war aber dein Beispiel! Yeah. Ach, halt mal. Halt Schnauz. Halt dein Schnauze, Junge. Oder letztes Jahr, ne? Beim VBT, das ist so ein Battle-Rap, ne? Ja. Da hat einer so einfach nur so eine Line gebracht, ne? Im Viertelfinale so. Yo. Adolf Hitler vergaß dir die Judenseuche, ne? Alter! Und dann kam einfach nur noch, wie ist es hier in irgendeinem Video, ich glaube, das war sogar die Auswertung, da musste der Regisseur,
Du weißt, was ich meine. Musste dann eben, hat dann eben so gesagt, ja, wir mussten das eben zensieren, weil wir sonst eine Anzeige und der Rapper auch eine Anzeige bekommen hätte von irgendeiner Schule. Warte, irgendeiner Schule in Münstern oder so. Jo, das ist verständlich, Alter. Ja, aber wie kann man sowas droppen, Digga? Keine Ahnung. Ist doch klar, dass man sowas nicht sagt. Wie kaputt muss man sein, dass man sowas sagt schon, Alter? Also ich finde die Runde ja, ich fand die Runde ja voll cool, aber das ist ein böser Satz gewesen. Das war zu viel. Zu viel des Guten. Ja, ich hab Wundertau gefunden. Ich weiß bloß nicht mal, was es ist. Wundertau, das kenn ich auch irgendwo her. Das gab's bei Pokémon, glaube ich. Wundertau. Ja. Glaube auch. Da gibt's aber auch Honey Badger. Schon wieder auf Ghost kommen, ne? Und das bist du wahr, ne? Kumpel so sagt so, ne? In Ghost gibt's eine Waffe, die heißt Honey Banger. Banger. Bang. Bang, ne? Wegen Banger und so, ne? Ja. Und dann so. Die heißt Honey Badger, ne? Und dann so. Oh, shit. Yo. Ja, das ist halt scheiße, so, weißt du? Genau wie die K7. Nee. Weißt du, was ich scheiße finde? In Pokémon-Arenen. Hm? In die Pokémon-Arena eine Kampf- oder eine Normal- von Typ Normal-Arena ist. Das ist für scheiße. Ja. Na gut, pff, Kampf geht noch. Ja, aber normal, hallo? Ja, das ist dann schon ein bisschen langweilig. Nee, das ist einfach nur so, ich kenne die Schwäche von normal nicht. Ich glaube, das war Kampf auch. Und jetzt mal ganz ehrlich, es gab mal irgendwo eine Arena, ich glaube, das war in Pokémon Smaragd, Rubin und eben so. Ich glaube, da war die zweite Arena. Das war Kampf. Das war Kampf, oh. Weil es gab mal irgendein Pokémon, glaube ich, da war das. Nee, warte mal. Ich meine jetzt nicht das Anfangsdorf, ne? Also im Pokémon, ne? Mhm. Ich meine in der Reihenfolge. Ja, die fünfte hier war, glaube ich, eine normale Arena. Nee, die fünfte war Kampf. Das war doch der Vater, der hatte doch die Kampf-Pokémon. Nee. Doch. Das war normal. Nein. Doch. Nie im Leben. Nie im Leben. Ich hab mal wieder angefangen mit Rubin und Smaragd und so. Ich werde das jetzt googeln. Und die zweite Arena ist Kampf. Nein, die zweite Arena ist normal. Am Arsch. Ich werde jetzt googeln. Der erste ist nämlich Stein. Ja, und die zweite ist normal. Fick dich, Alter. Die ist Kampf, Junge. Warte. Dein Vater hat normal, das war nämlich Letarking und so, Mundtier und die Viecher. So, warte, Arena, so. Natürlich wäre es jetzt besser, wenn ich Internet hätte. Ich habe irgendwie kein Internet. Ja, Genius. Aber auf mein Handy habe ich Internet, was los? Ich mache das jetzt gerade alles mit meinem 3DS, ne, so, weil ich zu faul bin und so. Ach, fauler Hund. Das ist das Serie, ne, wir haben hier so Gläser, ne, die sind einfach schief. Der Turm nicht, von Pisa nach. Die sind nicht gerade, die sind einfach schief, die sehen voll cool aus. Ja, Turm von Pisa als Glas. Oh, das schmeckt. Also, das ist ja so Kumpel geschrieben, ne? Dass ich jetzt wie so schiefe Gläser habe, ne? Und die dann so, hast du was gekifft? Hätte ich rüber. Ja, Mann! Ja, Mann, Hanf und so. Na, warte, du haust mir diesmal nicht ab. Jetzt nochmal. Pokémon. 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 Papunga und so. Jetzt will sich eine Serie stehlen. Das ich richte, die schon wieder. Ich wollte nicht die Arena-Leiter, obwohl doch. Doch, das ist. So Arena-Leiter. Das sagt auch, was für ein Typ die hatten. Oder war der die Arena? Lies sie der Arena, Leute, bitte. Bitte. Hey, ich rede nicht über die erste Generation, du Lappen. Jo. Voll die Partymusik. So, ich bin jetzt im Zwergendorf.
Ich, boah, Mann.